Moin zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch den EcoFlow Powerhut vor. Freut euch auf die neueste Technik und nach dem Intro geht's weiter. Dieses Video wird unterstützt von Golden Bass. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen. Liegt regulär beim 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Danke EcoFlow. Das ist der Powerhut, den gibt es erst seit ein paar Tagen, glaube ich, auf dem deutschen Markt. Auf dem amerikanischen Sektor gibt es schon ein paar Tage länger. So sieht er aus. Den gibt es in zwei Größen. Da müsst ihr auch schon drauf achten bei der Bestellung. Das gibt einmal L und einmal M. Also da solltet ihr euren Kopf einmal ausmessen. Und warum nicht? Ich möchte auch mehr Videos für Kurzurlaube machen oder die ein bisschen wandern. Warum? Ich find das gar nicht mehr so schlecht. Und das ist Solartechnik. 360 Grad. Ja, mehr ist hier nicht drin. Dann packen wir mal die Hülle, den Karton beiseite. Holen das mal alles raus. Ja, wie ihr schon erkennen könnt, das ist der Hut. Hier habt ihr eine Tasche, eine Aufbewahrungstasche. Ja, fühlt sich gut an. So dass er ja von außen nicht nass werden kann. Hier gibt es ein paar Schlaufen, so dass man den an einem Rucksack oder wie auch immer festmachen kann. Das ist, Moment, packen wir auch nochmal schnell aus. Das ist die Kordel für den Hut selber. Und ein Quick Start Guide. Ist auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch und so weiter und so fort. Hier gibt es alles, hat USB-C und einen USB-A-Anschluss. Und dann gucken wir uns den Hut mal genau an. Und so sieht das dann aus, wenn ihr den wieder einpacken möchtet oder überhaupt einpacken möchtet. Guck mal dichter ran. Hier seht ihr jetzt L bis XL. Hier ist dann klar die Kopfform. Hier ist noch das Etikett dran. Hier habt ihr die Anschlüsse. Guck mal dichter dran. Das leuchtet auch schon, weil ich habe hier genügend Licht. Und dann, ich öffne das mal. Hier haben wir den USB-A-Anschluss. Und hier haben wir den USB-C-Anschluss. Meine Empfehlung, schon mal ein langes Kabel mitnehmen. Hier werden hier wird die Kordel angebunden oder festgemacht. Das machen wir auch mal schön. Hier sind auch nur diese Art Karabinerhaken aus Kunststoff. Ich mache das mal kurz fest und dann geht es weiter. Hier habt ihr dann noch so eine Arretierung, damit ihr das Band etwas dichter am Kinn machen könnt, sodass der Hut euch nicht runterfällt. Ich habe zum Glück auch von EcoFlow eine kleine Campinglampe, die ich auch als Powerbank benutzen kann. Output und hier habe ich Input und dann wollen wir die auch da mal versuchen zu laden. USB-C-Anschluss und dann schließen wir das Ganze mal an. Über den Hut. Und dann müssten eigentlich gleich die LEDs leuchten an der Lampe. Ich habe jetzt hier leider nur ein kurzes USB-C-Kabel. Das ist ja nun auch zur Vorführung. So, ich bin, der sitzt. Dann drehe ich den mal um. Nein, bis jetzt leuchtet noch gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier sind die einzelnen Solarplatten drin. Oder ich bin zu kurz. So, ich habe ein langes USB-C auf USB-C-Kabel gefunden. Habe mein iPad Pro mit dem M4-Prozessor und ist schon mit dem Hut angeschlossen. Habe das jetzt ein bisschen unter Scheinwerferlicht gelegt. Und nur zum Beweis. Ich stecke das jetzt hier rein und es wird geladen.
Es ist zwar schon 100% geladen, aber ihr seht den Blitz, das ist im Symbol, und es wird geladen. Also es funktioniert. Finde ich sehr, sehr gut. Und darüber hinaus mit dieser Lampe, ich habe eben sie euch gezeigt, hat einmal Ausgang, das ist leider USB-A, hat zwei Magnete und kann angehängt werden. Zum Laden USB-C, finde ich sehr, sehr gut. Und dann kann man mal so kleine Touren machen, auch nur wandern. Und wenn die Sonne wirklich hell genug ist, schützt es auch vor Sonnenbrand. Und ich zeige euch mal die Maße. Einmal L bis XL, das ist der Kopfumfang. Und M bis L. Also das solltet ihr schon einmal vorher gemessen haben. Und hier drin habt ihr auch noch die Möglichkeit, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist so ein Klettverband, dass ihr es ein bisschen enger machen könnt. Und dann könnt ihr mal so eine kleine Tour machen. Ich kenne ein Pärchen, die gehen öfters mal zu Fuß, von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag, und schlafen irgendwo mal im Wald oder in der Nähe des Wassers. Und die haben so spezielle Hängematten, die auch eine Person schützen. Ich komme jetzt auf den Namen nicht drauf. Ich bin da noch nicht ganz so, ich weiß, dass es gibt Wohnwagen, es gibt Campingautos, sämtliche, oder Campingbusse und wie sie alle heißen mögen. Aber alles kenne ich nicht. Aber die machen mal so Wandern und vielleicht mal so im Wald kurz für eine Nacht campieren möchten, warum auch nicht. Und dann hat man noch so eine Lampe. Hier ist dieser Schalter zum Anmachen, Ausmachen. Da hat man verschiedene Lichttöne. Da hat man auch nur so eine Art Taschenlampe mit Blinken und dann ist sie aus. Finde ich auch nicht schlecht, warum auch nicht. Und der Hut, ja, warum nicht? Ist doch eine gute Alternative, um Strom zu generieren. Ich kann mein Smartphone oder mein Tablet oder auch eine Kamera aufladen und habe dann abends, wenn die aufgeladen sind, immer noch genug Strom für das eine oder das andere Gerät. Dass das klar eine Powerbank oder eine Powerstation nicht ersetzt, sollte jedem klar sein. Ich finde das aber persönlich eine gute Alternative, Strom zu generieren. Und dann, wenn man auch mit dem Fahrrad unterwegs ist, gibt ja auch, die ein Anhängerfahrrad dran haben, haben ein bisschen was mit und wollen nur einfach mal irgendwo nett schlafen, und das ist abgesehen vom Hotel, sondern einfach draußen oder beim Angeln. Die Sonne, die brennt, dann kann man sich schützen. Und ich schütze mich nicht nur, sondern ich habe auch Strom. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video drüber machen, wenn man mal draußen unterwegs ist. Dann nehme ich so ein paar Sachen mit und stelle euch die gesamten Produkte mal insgesamt vor, was man mitnehmen könnte oder kann oder sollte. Und versuche mich natürlich vorher auch schon zu informieren, ja, was es denn noch für weitere Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde das sehr gut. Also für mich ist das ein solides Produkt. Ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Und ich habe Strom für unterwegs. Was will ich da noch mehr? Und ich kriege keinen Sonnenbrand. Wunderbar. Und dann soll es auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dave.